Was? Sie haben nicht vor, perfekte Äpfel zu verkaufen? Was soll ich jetzt nur tun? Wir könnten ja ein paar perfekte Äpfel aus dem Apfelwald holen. Was? Soll das ein Witz sein? Ihr wart bereits einmal im Apfelwald und ihr habt kläglich versagt. Ich ertrage das kein zweites Mal. Ich kann das alles nicht schon wieder durchmachen. Tut mir leid. Ihr zwei wart auf der letzten Expedition wirklich hervorragend. Ich weiß das zu schätzen, was ihr für uns getan habt. Aber dieser Vorfall mit dem Guildmeister und den perfekten Äpfeln, das war für mich ein traumatisches Erlebnis. Ich glaube, ich werde die perfekten Äpfel selbst finden müssen. Ihr zwei sollt einfach Jump und Ganoven-Infobretter durchlesen, wie immer. Ja, wie immer. Ich wollte jetzt aber erstmal wieder zurück nach Schatzstadt, denn ich will hier noch zum einen ein paar Boxen aufmachen, zum anderen ein paar Gummis mixen lassen und dann noch schauen, was die Keklions sonst noch zu verkaufen haben. Und dafür nehme ich erstmal mein ganzes Geld wieder mit. Ja, das Ganze wird langsam teuer, aber hilft ja nichts. Gestern waren ja auch noch die 500 extra dabei vom Attackenlinken. Jetzt tun wir erstmal wieder Boxen schätzen lassen. So. Ein Kikugi-Samen. Eine Patschi-Karte. Formtau. Das ist, glaube ich, für Formeo. Imperzahn, das ist für Impergator. Oh, ein Goldband. Das ist sehr schön. Machen wir mal 2000 Poke wieder. Eine Elec-Klaue, die ist gleich für Elec-Kit. So. Ich hätte dann erstmal was zum Verkaufen für dich. Dann hätte ich gerne mal geschaut, ob du heute wieder ein paar Gummis hast. Nee, aber ein bisschen Lebersamen hätte er. Na gut, von denen habe ich gerade keinen großen Mangel. Samen reicht, wenn ich einen habe. Drei Sinelbeeren reichen da auch. Die beiden Blaugummis, die packe ich auch mal wieder rein. Habe ich eigentlich noch ein weiteres Kraftband? Ja, das nehmen wir doch mal mit und für noch zwei Äpfel mit. Und den nehme ich auch mal mit. Wobei ich selber habe gerade einen Spezialband, wenn ich mich nicht täusche, oder? Spezialband habe ich selber angelegt. Ich schaue mal ganz kurz bei Dicktree vorbei, der wieder was zu sagen hat. Oh, Mia, erhöre mich. Ich habe ein Pokémon getroffen, das mich zutiefst inspiriert hat. Ein großes Pokémon namens Zwirfinst. Oh, Mia, diese Welt ist gigantisch und es gibt zahllose Pokémon. Mein dürftiges Wissen ist und meine spärliche Erfahrung sind nichts im Vergleich zum großen Zwirfinst. Aber ich werde eines Tages wie er sein. Boah. Okay. Dicktree und das Meer. Eine Geschichte für sich. Wir können jetzt Zwirfinst auch mal ansprechen. Guten Tag, ihr seid von der Gilde. Ich habe mich mit eurem Schatzstadt vertraut gemacht. Das ist ein hervorragender Ort. Das Klima ist ziemlich angenehm. In der Stadt gibt es reichlich Läden. Die Lebensqualität hier muss zielvergnügt und bezaubernd zugleich sein.
dass hier alles so einladend ist, lasse ich mich vielleicht hier, selbst hier nieder. Naja, das wir findest. So. Ich kann mal ganz kurz nach meinem Ei schauen. Nope, noch nicht. Okay. Schau einfach jeden Tag mal nachschauen. Wer weiß, was da draus dann irgendwann noch schlüpft. So. Nächster Stopp, Pandia Café. So, ich habe nur einen Weißgummi heute. Aber den lasse ich mir auch mixen. Oh, Moment, ich habe doch noch... Im Kangama-Lager müssten doch auch noch ein paar Gummis sein, die ich von der letzten Mission bekommen habe. Fällt mir da gerade so ein. Und Verteidigung steigt. Das ist doch sehr schön. Ich hole die jetzt eben auch nochmal. Was soll der Geiz? Immer her damit. Ups, nein, jetzt verdrücke ich mich die ganze Zeit. Ich will was nehmen. Die Gummis sind, wenn dann recht weit vorne. Azurgummi, Gelbgummi, ja. Sind sogar beide recht gut für mich. Mein Azurgummi ist Flug. Ich bin effektiv gegen Flug, deswegen ist der auch gut für mich. Und Gelb ist Elektro. So, dann shake it, Baby. Oh, sogar noch extra IQ. Langsam wieder Zeit, dass ich wieder ein paar IQ-Sachen bekomme. So. Ich würde gerne mal Palimpalim rufen. Und zwar nehme ich jetzt Brian einfach mal mit. Was hast denn du eigentlich für Attacken? Platscher? Ein Igler Frustration Ausdauer. Ja, das. Da muss ich mal schauen, ob du da noch ein paar bessere bekommst. Das ist ja kostenlos. Ja, Pfund. Das ist wesentlich besser als Platscher. Platscher macht zwar im Pokémon Mystery Dungeon Schaden, aber. Die 5 Schaden, die sind da jetzt nicht wirklich so ausschlaggebend. So. Wir müssen ja wieder Jobs machen. Was haben wir denn hier? Ich habe 2 im Apfelwald, 1 an der Schroffküste. Das ist eine Escort-Mission im Apfelwald. Mal schauen, ob wir ein paar Ganoven haben. Jop. Wir haben 2 im Apfelwald. Komm, wir machen alles im Apfelwald. Da muss ich zwar... Okay, ich lasse Destiny einfach mal da. Der war jetzt oft genug dabei.
erstmal bitte auf Abruf. Kann ich hier eigentlich hier schon... Ja, den Itemmeister machst du bitte mal aus. Ich will nicht, dass du mir meine Belebersamen verschwendest. Also gut, Apfelwald und Apfelwald. Dann haben wir insgesamt 4 Missionen. Nehmen wir alle an. So. Ich habe Magnetilo vorhin im Paniercafé gesehen. Was hast denn du noch? Am Hornberg. Oh nee. Ups, verdammt, wollte ich nicht. Ich wollte hier eigentlich mal kurz zum Strand gehen. Schauen, ob wieder Flaschenpost da ist. Haben wir aber nicht. Ach, und bei Glibunkel wollte ich noch vorbeischauen. Ob der wieder was Schönes für mich hat. Oh, wir haben... Das ist doch mein Ultimate-Item, oder? Ja. Okay. Ich nehme die Ryo-Karte mit, weil die ist für Riolu. So, schauen wir mal, ob er noch irgendwas hat für mich. Also gut, er hat einen Voltreif. Das ist nicht unbedingt das beste Item, aber ich nehme es mal mit. Ich brauche 5. Na gut. Lieber ein gutes als 5, die ich nicht brauchen kann. Auch wenn ich den Voltreif eigentlich nicht unbedingt brauche. Habe ich schon mein ultimatives Item. Hm. Was macht denn das? Das ist die Spezialverteidigung. Okay. Wie viel brauche ich eigentlich zum nächsten Rang? 810. Das ist ja noch eine Menge. So. Dann jetzt noch das Geld. Ups. Nee. Zu spät abgebogen. Das Geld wollte ich noch wieder weglegen. Und dann geht's ab in den Dungeon. Haben wir ja lang genug. Auch immer mehr Zeit in Schattstadt und drumrum, als dass ich in den Dungeons bin, oder? Ja, bis jetzt war ich 14 Minuten im Dungeon und ungefähr eine halbe Stunde in Schattstadt. Setzt mal bitte nur deine Angriffsattacken ein. Oh, Moment, da ist die Treppe, das sehe ich jetzt erst. Ah, oh, nee, das ist kein Item, das ist ein Wunderfeld gewesen.
Ich habe denn nur gerade was Blaues auf der Karte noch gesehen. Und ich bin Level 23. Hey. Drei Level noch und ich lerne Imba-Attacke. Und Fliege erreicht auch Level 23. Ein Doomfalter. Natürlich. Verschwende jetzt keine Attacken. Für etwas, was möglicherweise nicht trifft. Äpfel hätte ich hier eigentlich echt keine mitnehmen brauchen. Aber gut, wusste ja davor nicht, dass es in den Apfelwald geht. Zielebene erreicht, okay. Hier gibt es nichts. Oh, ich habe Fliegi verloren. Okay, den Radar-Orb musste ich finden. Ich will mein Abenteuer fortsetzen. Ich habe hier noch drei weitere. Jetzt muss ich hier nur noch die Treppe finden. Oh, ein Orange-Gummi, das ist was Schönes für Fliegi. Okay. Sehr schön, ich habe ihn paralysiert. Und besiegt. Nein, ich möchte den Dungeon immer noch nicht verlassen. Ja, ich möchte ihn fortsetzen. Und dafür, dass das doppelt nicht effektiv war, hat das aber ganz schön Schaden gemacht, die Kraftwelle. Ein Spiralband. So. Also wir haben ja ausnahmsweise mal keine Mission zu erfüllen. Großer Apfel, Amarena-Beere. Gut, Amarena-Beeren kann man immer brauchen. Jetzt muss ich aber doch mal schon. Ja, 11 und 12 haben wir noch was. Ein Schaden, wie niedlich. Ein Belebersamen. Nice, nice.